ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. So, hallo meine Lieben, ich bin's wieder, euer Roller Rolf. Und was sind wir diesmal? Diesmal sind wir wieder bei der Herkules, die ja eigentlich gar keine Herkules ist, sondern eine Peugeot. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das mit dem Qualm wegkriegen und das Ding endlich mal rennt. Ja, heute habe ich mal Vergasergitte mit. Ne, die löst jetzt gerade das Helmfach. Ja, und ja. Ne, ja, die muss ein bisschen was tun, weil es ist noch etwas kalt, damit ihr warm wird. Ne, und so, das ist wichtig. Und damit sie sich weiterentwickelt. Ne, irgendeiner muss das ja übernehmen mal, wenn Roller Rolf ne, mit einem Rollator fährt. Also, aha. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, ich habe mal für euch jetzt das Typenschild aufgenommen. Und wenn wir hier mal genau schauen, steht hier wirklich Peugeot. Ne? Und die haben damals wohl irgendwie mit Herkules zusammengearbeitet. Hier steht nochmal Baujahr, ne? Könnt ihr ja sehen, glaube ich, ne? 94. Das heißt, das Ding ist 30 Jahre alt. So, jetzt schraube ich mal den Luftfilter auf und ihr seht schon, dass da das Öl rausläuft. Ne? Also irgendwas ist hier wirklich dumm gelaufen, aber ist egal, es ist wie es ist, wir werden das schon hinkriegen. Der Deckel ist jetzt ab, ne? Und seht ihr, wie viel Öl hier drin ist und alles. Das müssen wir alles ein bisschen sauber machen, weil es kein Wunder, dass der möhmt wie Sau. Ne? Hier, das ist ja übelst, aber wir kriegen das schon zum Rennen. So, wenn wir jetzt mal den Zündschlüssel umdrehen und drücken den Starterknopf, dann hört er, und das hört sich jetzt an, als wenn er einen Motorschaden hat, was aber nicht so ist. Ich mache da gleich mal einen Versuchsaufbau und zeige euch mal, was da passiert ist. So, ich habe hier mal so einen Versuchsaufbau gemacht, um euch zu erklären, was hier los ist. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben hier mal den Motor und den Zylinder. Jetzt hat er die ganze Zeit da reingedrückt, ne, Öl, Gemisch, nochmal Öl und so. Und dann irgendwann ist es so, hier ist Luft. So, dann, wenn man den Motor bewegt, bewegt er sich einen Augenblick. Dann passiert aber irgendwann Folgendes. Irgendwann ist die Luft oder der Raum voll. So, und wenn man dann hier, dazu mache ich den Schlauch mal ab von meinem Versuch. Irgendwann ist es dann so, ich halte das jetzt mal hier oben zu, irgendwann ist hier nichts mehr, was entweichen kann. Der drückt es dann eventuell in Auspuff, Auslass, Einlass, drückt er es eventuell rein und so, weil er ja nichts entzünden kann, dann ist praktisch der Hubraum zu und dann kann man weder den E-Starter noch den Kickstarter bewegen, weil ja hier nichts mehr ist. Also so, wenn es wie jetzt ist, dann lässt sich dieser Hebel nicht mehr bewegen. Ne? Und das ist hier jetzt passiert, was aber nicht wirklich schlimm ist. Wir kriegen das schon hin. So, meine Lieben, wenn wir jetzt hier mal drauf achten, ich habe jetzt die Zündkerze rausgemacht und so, und jetzt gehe ich mal bei und drehe den Zündschlüssel mal um und starte das Ding mal. Und dann guckt man dahin an dem Loch da. Seht ihr? Das sieht nett aus, ne? Mhm. Fontäne. Ja, nicht schlecht, Herr Specht, ne? Ja, nachdem der Öltank jetzt leer ist, ist es natürlich wichtig, dass wir beigehen und jetzt im Benzintank Öl reinkippen. Weil ich habe da nur Benzin reingekippt, circa 2 Liter. Nachdem ich hier 2 Liter Sprit reingekippt hatte, ohne Öl, kippe ich jetzt hier Öl rein. Ich habe hier so ein Glas genommen. Ja, nachdem wir soweit alles sauber gemacht haben, haben wir ihn schon mal ganz kurz zum Laufen gehabt, allerdings mit Bremsenreiniger. Der geht sofort wieder aus. Also prüfe ich jetzt mal, ne, kriegt er überhaupt Sprit, arbeitet die Benzinpumpe. Dafür habe ich den Schlauch abgezogen und gehe jetzt mal bei und gucke mal, ob er Benzin fördert. Nichts.
So, so kann er also gar nicht laufen, weil er im Prinzip ja gar kein Benzin fördert. So, nachdem ich festgestellt habe, dass die Benzinpumpe, die ich hier schon gelöst habe, keinen Sprit fördert, habe ich mir jetzt hier mal Sprit rausgezogen, weil ich keinen Sprit mit habe und der ja auch Gemisch braucht. So, das habe ich mit so einer Spritze gemacht. So, ich will mich jetzt überzeugen, dass die Benzinpumpe auch wirklich einen Weg hat. Ne? Es kann auch sein, dass der Unterdruckschlauch da irgendwie keinen Unterdruck erzeugt. Das sieht aber alles okay aus. Und deswegen habe ich jetzt hier mal die Spritze mit dem Sprit hingelegt, habe den Spritschlauch im Grunde genommen da drauf gemacht und gucke jetzt mal, ob er jetzt startet. Nee, das war auch nicht. Ja. Das sieht alles nicht gut aus. Irgendwie so richtig. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. So, jetzt versuche ich das Ganze nochmal, weil ich komme jetzt hier nicht weiter. Bremsenreiniger ist alle, ne, und so, und das bringt alles nichts. Ne, man kann ja nicht immer alles mitnehmen. Und deswegen, ich hätte aber gerne noch mal kurz zum Laufen gehabt. Ja, da passiert aber leider nichts. So, jetzt Schlüssel noch mal rum. Ja, das ist außer viel Krach passiert hier gar nichts. Das ist alles nicht halbes und nicht ganzes. So, jetzt habe ich die Benzinpumpe abgemacht. Den nehme ich mal mit und werde die öffnen und gucken, ob ich die vielleicht reinigen kann. Dann muss man nichts Neues holen. Hier habe ich überall vorsichtshalber Schrauben reingemacht, damit hier nicht irgendwas rauslaufen kann. Dann gibt es wieder Probleme mit den Umweltschützern. Es könnte natürlich auch sein, dass wir hier zum Beispiel ein Problem haben, dass der Benzinfilter dicht ist. Das alles weiß ich aber nicht so genau. Und so, außerdem fehlen mir ein paar Sachen, also muss ich für den Tag jetzt erstmal abbrechen und dann leider nochmal wiederkommen. So, meine Lieben, das ist immer das, was viele Leute nicht sehen. Die sehen ein Video von einer Viertelstunde und denken, ruckzuck, da ist das erledigt. Ich habe natürlich alles nicht mit und wichtigste ist Bremsenreiniger. Ja, ist mir auch ausgegangen. Ne, mit dem Öl und so weiter, das haben wir geklärt. Jetzt nehme ich ein paar Teile mit nach Hause und dann muss ich nochmal wiederkehren. Ne, da ich aber umweltfreundlich bin und hier noch so ein bisschen Öl drin habe, ne, sage ich mal Prost. Hau das mal so weg, ihr wisst ja, ne? Ich saufe alles. Ne? Nehm noch mal einen Zug auf Lunge, die Zigaretten sind auch alle. Also geht gar nichts. Ich muss nicht Pause machen, ich muss jetzt leider nach Hause fahren. Ne? Und dann geht's am nächsten Tag oder in ein paar Tagen, wenn ich Zeit habe, weiter.